Oh, ich habe irgendwie Hunger. Irgendjemand füttert mich mit etwas Leckerem. Bitte. Was? Wer weint da? Die Großmutter. Ich weiß, was einen satt macht. Enkelin, ich renne schon zu dir. So, mein Lieblingsspiel. Die Schwester. Kleine Schwester, ich bin auf dem Weg zu dir. Meine tollen Cupcakes sind fertig. Wir werden sie gleich... wer stört mich denn? Chef, es ist definitiv ein hungriges Wein. Ich laufe schon. Unsere Kleine. Alles gut. Emma, alle sind schon hier. Erzähl uns allen, warum weinst du? Ich weine, weil ich Hunger habe. Bereitet mir etwas Leckeres zu. Was will unsere kleine Emma? Wow, eine Pizza. Eine gute Wahl. Lass uns schnell anfangen zu kochen und danach essen wir uns satt. Ich glaube, alle sind bereit zu beginnen und es geht los. Ich weiß bereits, welche Pizza ich für meine geliebte Enkelin machen werde. Sie wird die klassische Pepperoni-Pizza definitiv genießen. Ich brauche mehr Tomatenpaste. Und obendrauf fügen wir mehr Käse hinzu. Und natürlich die Wurst. Wie schön. Es sieht sehr gut aus. Und köstlich. Es bleibt nur übrig, alles in den Ofen zu schicken. Großartig. Was willst du, Chef? Schauen Sie mal. Ich werde den Teig mit diesem coolen Nudelholz ausrollen. Und schaut mal, was ich kann. Ups, ich habe ein bisschen fallen lassen. Aber kein Problem. Warum schauen mich alle so an? Oh nein. Oma, bist du wirklich bereit, deinen Teig mit mir zu teilen? Vielen Dank. Oh, thank you. Ich freue mich so sehr. Also, ich habe mich entschieden, eine süße Pizza zu machen. Sie wird sicherlich am besten schmecken. Ein bisschen Fluff-Marshmallow-Creme und mehr bunte Skittles. Sieht toll aus. Und jetzt muss es in den Ofen geschickt werden. Unglaublich, das ist meine erste Pizza. Come on! Naja, der Kochclub ist vorbei, was bedeutet, dass es Zeit für den professionellen Chefkoch ist, eine echte italienische Pizza zu zubereiten. Ich brauche einen perfekten Teig und wir werden ihn schwarz färben. Perfekt. Jetzt müssen wir den Teig gut kneten, damit er noch weicher wird. Dafür brauche ich mein Nudelholz. Ach, Oma, schauen Sie mal. Ich kann mit meinem Nudelholz den perfekten Teig ausrollen. Fügen wir mehr Tomatenmark hinzu. Die habe ich selbst gemacht. Und wir bestreuen alles mit perfektem Käse. Wir legen ein paar Garnelen hin. Wie appetitlich. Ich glaube, unsere kleine Emma wird meine Pizza genießen. Ich füge noch Muscheln und Cherrytomaten hinzu. Jetzt müssen wir alles in den Ofen schicken. Meine tolle Pizza. Bis bald. In 5 Minuten ist sie fertig. Oh. Und jetzt kurz ein Nickerchen. Oh. Oh. Die erste Pizza ist fertig. Wenn alle Pizzen fertig sind, können wir sie für Baby Emma servieren. Sie hat ja wirklich Hunger. Guten Appetit. Interessant. Ist diese Pizza verbrannt? Was ist das? Sind das Meeresfrüchte? Was für ein Albtraum. Das werde ich definitiv nicht essen. Und was ist hier? Wow, das ist eine Skittles-Pizza. Cool. Naja, der Geschmack geht so. Aber sie sieht toll aus. Und was ist hier? Wow, diese Pizza sieht aus wie die, die ich gemalt habe. Und sie schmeckt köstlich. Diese Pizza hat definitiv gewonnen. Oma weiß, was ihre Enkelin mag. Habt ihr das alle verstanden? Ich bin gespannt. Was wird Emma dieses Mal zeichnen? Aha, das ist ein Burger. Cool. Alle sind bereit. Muss ich dieses fiese Hackfleisch verwenden? Es ist so schleimig. Ich würde lieber etwas Cooleres machen. Ich bin auf die Idee gekommen, einen süßen Burger zuzubereiten, den meine Schwester lieben wird. Und ohne schreckliches Hackfleisch.
Ich nehme die leckere Nutella. Wie sie schmeckt. Und füge Marshmallows hinzu. Und ich werde einen klassischen Burger machen. Ich brauche nur ein frisches Brötchen und ich werde es ein bisschen braten. Das ist doch ein Kinderspiel. Ich habe es gelernt, Burger zu machen, als ich 3 Jahre alt war. Und als ich 5 war, habe ich bereits einen Wettbewerb für den besten Burger gewonnen. Und ich brauche Hackfleisch, um ein leckeres Schnitzelchen zu machen. Jetzt formen wir einen kleinen Kreis und schicken ihn zum Braten. Ich bin etwas müde geworden. Oh, ich darf nicht einschlafen. Es ist Zeit, das Schnitzel umzudrehen. Niemand mag verbrannte Schnitzel. Was? Oma, warum schreist du so? Ich brate meine Marshmallows, damit sie 100-mal besser schmecken. Und das war's. Jetzt muss ich meine braunen Marshmallows nehmen und auf meinen Burger legen. Schön. Fügen wir noch ein paar Fruchtgummis hinzu. Ich glaube, es sieht sehr appetitlich aus. Schwester wird begeistert sein. Oh, ich wurde etwas abgelenkt. Ich muss zuerst das Brötchen braten, dann den Speck. Und jetzt können wir meinen Burger zusammenbauen. Wir gießen Ketchup auf das Brötchen. Als nächstes kommt ein Salatblatt, unser Schnitzel, Käse, Tomatenscheiben, Zwiebeln, Speck. Perfekt. Und ein paar solche Schichten, damit Baby Emma sicher satt wird. Jetzt schließen wir das Ganze mit einem Brötchen und fügen einen Spieß hinzu, damit der Burger seine Form behält. Wir können mein Meisterwerk servieren. Dein Burger sieht so gut aus. Bravo. Und jetzt werde ich auch meinen eigenen Burger zusammenbauen. Ich habe bereits die richtigen Zutaten gelegt. Es bleibt übrig, ein paar Scheiben Gemüse hinzulegen, etwas Soße drüber und alles mit einem knusprigen Brötchen abdecken. Chris, was ist passiert? Es tut mir leid, Oma, ich kann nicht aufhören, alles zu braten. Ich wollte auf dem Brötchen eine süße Kruste aus Lutschern machen. Emma, es ist Zeit zu probieren. Ich mag diesen hier so sehr. Ich möchte ihn schnell ausprobieren. Und so riesig. Sehr lecker. Und was ist hier? Er ist auch groß. Hey, und wo sind alle Zutaten? Alles ist so ausgefallen. Na gut, gehen wir weiter. Dieser Burger sieht so ungewöhnlich aus. Mal sehen. Wow, ist er mit Fruchtgummi? Ich erkenne den Stil meiner Schwester Chris. Sie weiß genau, wie man mich überraschen kann. Lecker! Yes. Es ist Zeit, einen Gewinner auszuwählen. Der Chef gewinnt! Ich wusste, dass ich gewinnen würde. Oma ist bereits eingeschlafen. Emma, gibt es neue Wünsche? Wow, das sind Nuggets. Sieht cool aus. Wir müssen nur Oma aufwecken. Sind alle bereit? Und los geht's. Es ist doch einfach. Zuerst gießen wir etwas Öl in die Pfanne. Perfekt. Oma, kann ich auch Öl haben? Vielen Dank. Hey, warum kommt da nichts heraus? Komm schon, komm raus. Ups, ich hab's ein wenig übertrieben. Chris, du solltest etwas vorsichtiger sein. Ich muss die Nuggets in kleine Stücke schneiden. Perfekt. Und jetzt schlagen wir ein Ei auf, mischen es und machen die Panade. Genau. Und jetzt gehen wir so vor. Wir tauchen das Hähnchenstück in das Ei ein und dann in die Panade. Und wir bekommen schöne Nuggets, die nur noch gebraten werden müssen. Die kleine Emma wird sie lieben. Perfekt. Wir legen alles auf einen Teller. Gleich zeige ich euch die wahre Kunst. Wir brauchen Gold. Wir dekorieren die Nuggets mit Gold, schmücken den Teller mit Tomaten und Kräutern. Und um es spektakulär zu servieren, verwenden wir Trockeneis. Schaut nur, wie schön es ist. Es ist so kompliziert. Ich werde fertige Nuggets braten. Aber wir werden das Rezept ein wenig ergänzen. Ich brauche eine Packung Cheetos. Wir brauchen nämlich Cheetos-Krümel. Das ist so viel besser. Wir schlagen, schlagen. Perfekt. Jetzt legen wir die Cheetos-Krümel auf ein Brett. Wir nehmen die fertigen Nuggets, wickeln sie in geschmolzenen Käse ein und tauchen sie dann in die Cheetos-Krümel ein. So cool. Aber zuerst muss man es probieren. Na gut, gut, ich werde es nicht probieren. Also,
Wir tauchen alles sofort in Cheetos ein. Und nach dem Cheetos müssen wir sie in Öl braten. Mmh, es riecht köstlich. Schwester Emma wird es lieben. Gut gemacht, Chris. Ups, ich habe ja den Ketchup ganz vergessen. Wir gießen mehr Ketchup in die Soße. Jetzt kann Emma alles probieren. Hurra, Leckereien. Ich habe sie so vermisst. Ich möchte diese Nuggets ausprobieren. Sie sind so golden. Sie sehen super aus, aber der Geschmack geht so. Und was ist hier? Diese sehen aus wie die, die ich gemalt habe. Mmh, super. Wow, diese Nuggets sehen so ungewöhnlich aus. Und sie riechen gut. Mmh, wie cool der Käse ist. Und Cheetos obendrauf. Toll, ich mag es. Schwester hat gewonnen. Come on! Was machen wir diesmal? Ich will Kekse. Okay. Toll, lass uns schnell kochen. Alle sind schon bereit. Ich brauche diese Form. Obwohl, Moment mal, warum brauche ich eine Form? Wenn ich ein Nudelholz habe. Gleich rollen wir den Teig gut aus. Du kannst den Teig überhaupt nicht ausrollen. Ich zeige dir gleich, wie es geht. So ist es. Jetzt schneiden wir mit einer Form die runden Kekse aus. Wir legen sie auf ein Backblech und schicken sie zum Backen in den Ofen. Und wir warten. Wow, selbst der Chef hat schon Kekse gemacht und in den Ofen geschickt und nur ich nicht. Das muss dringend geändert werden. Oh, ein Pizzamesser. Damit kann ich die Kekse ausschneiden. Schaut mal, es hat perfekt geklappt. Jetzt bestreuen wir alles mit den Skittles-Bonbons. Meine Schwester wird es lieben. Sie liebt ja Skittles. Ha, seht ihr, ich bin auch fast fertig. Wir schicken es zum Backen in den Ofen. Oh, meine Kekse sind fertig. Wir müssen sie herausnehmen. Wie gut sie riechen. Wir können servieren. Ihr habt doch nicht gesehen, was bei mir passiert ist. Ich mache nicht nur Kekse, sondern ein ganzes Lebkuchenhaus für die kleine Emma. Sie wird meine Kreativität schätzen. So große Kekse hat sie noch nicht gegessen. Wir verbinden alle Details mit Hilfe von Glasur. Dann fügen wir ein paar Details an den Fenstern hinzu. Wir dekorieren das Haus mit Lieblingsbonbons des Babys. Und am Ende bestreuen wir das Haus mit Puderzucker. Unglaublich, mein Lebkuchenhaus ist fertig. Es ist so perfekt wie jedes meiner Gerichte. Ich bin begeistert. Haha, wow. Habe ich dir erlaubt, die Kekse zu essen? Gib sie zurück. Brennen deine Kekse? Oh nein, sie sind völlig verbrannt. Wie furchtbar. Sind alle bereit, Kekse zu servieren? Es ist Zeit, unser Baby zu füttern. Wow, oh, dieser Keks sieht schrecklich aus. Ich möchte es nicht einmal ausprobieren. Ich werde mir die ganzen Zähne brechen. Aber das hier sieht schon appetitlicher aus. Mal sehen. Ja, ich würde sagen, es ist lecker. Wow, was haben wir hier? Ist das ein Lebkuchenhaus? Sieht so toll aus. Wie köstlich. Und wie schmeckt die Tür? Auch super. Und der Chef gewinnt.